Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Vitomalia-Leine und das Halsband. Und wen die ganze Thematik interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich schwenke jetzt mal auf den Hauptdarsteller, und zwar ist es nämlich unser süßer und kleiner Rocky hier unten. Ja, und wie man sieht, habe ich jetzt diese Vitomalia 1 Meter Leine hier im Einsatz. Sieht man hier oben an der Schlaufe, auch mit dem Aufdruck Vitomalia. Gleich von Anfang, das ist keine Produktplatzierung bzw. keine Kooperation, das ist alles selbst gekauft. Und vom Preis kann ich auch ganz am Anfang sagen, ist absolut gerechtfertigt. Also man hat ja, wenn man Hunde hat, seine Kosten, und jeder weiß, was eine Leine kostet, was ein Geschirr kostet, und auf die Sache, wie die Sachen aus dem Handel dann auch aussehen nach einer gewissen Zeit, gehe ich später nochmal drauf ein. Hier hat man jetzt von Anfang an ein solides Produkt an der Hand, also ich war begeistert. Es gibt auch noch ein paar Beutel mitgeliefert, da ist das Ganze drin, also so könnte man das auch dann transportieren. Und aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal alles genauer an, die Verschlüsse und die Leine, wie alles vernäht ist, und dann komme ich zum Schluss noch mal zu einem kleinen Fazit. Ja, also im Wald habe ich gedacht, mache ich mal das Video mit unserem Rocky. Ich hoffe, dass er einigermaßen mitspielt. Ich kann jetzt auch das Bild gar nicht so überprüfen. Aber hier haben wir jetzt erstmal den Leinenverschluss. Den bekommt man ganz einfach auf. Und das Schöne ist halt, Rocky sitzt, bleib. Das Schöne ist halt, dass er hier noch offen bleibt. Das heißt, ich muss jetzt nicht komisch drücken und kann jetzt reinklicken und habe somit das ganze System hier auch schnell wieder verbunden. Richtig toll ist auch hier dieser Handgriff, weil man hat besonders bei so einem großen Hund öfters mal Situationen, wo er einfach gehalten werden muss. Rocky, sitz. Hey, bleib. So, ja, jetzt sehen wir, jetzt will er wieder seinen Anreiz haben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir noch das Halsband abmachen. Und zwar geht das genauso schnell. Wir haben hier an der Seite, na, jetzt sieht man es natürlich nicht, haben wir diesen Verschluss, und der ist im Endeffekt total sicher gemacht. Einmal rein und dann ist das Ganze verriegelt. Man hat auch hier durch diese zwei Schnapper, die man aufmachen kann, unheimlich leichtes Spiel, wenn man die aufmachen will. Also wer kennt sie nicht, diese Leinen mit diesem kurzen Schnapper, da sind mir auch schon zwei von diesen Häkchen abgebrochen und die Leine war noch nicht mal hier, was weiß ich, 2 oder 3 Monate alt. Also das macht hier schon einen soliden Eindruck. Hier hat man Rocky, sitz und bleib. Hier hat man einfach, jetzt gucke ich nochmal, er ist noch ein bisschen drin, hierher. Hier, seht's. Und man hat hier eine Verstellung und kann auch hier die Größe anpassen. Und auch das Anziehen ist wirklich in 0, nix gemacht. Einfach um den Hals rum. Das hier bleibt offen. Ja, und dann, na, komm her, klick. Und dann ist die ganze Aktion wieder drin. Also ich bin, bis jetzt bin ich begeistert. Wir haben das System seit knapp 1,5 Wochen hier im Einsatz. Die Schlaufe ist hier schön genäht und ist auch fest. Und der Vorteil von so einer Leine ist halt, dass sie auch nicht auf dem Boden unten schlabbert. Das heißt, er geht mit seinem Fuß drüber. Und das hat man, ich zeige jetzt mal kurz, wo habe ich sie? Bei so einer Leine, ja, da muss ich dazu sagen, die war auch nicht gerade billig. Die war nicht günstig. Und hier sieht man, hier ist so ein Schnapper. Und auf der anderen Seite ist er hier schon Rocky. Ja, das passiert halt, wenn man so eine Aufnahme macht, wenn die nicht gestellt ist. Und hier hat man also, wie gesagt, schon diesen Schnapper, der ab ist. Und der ging mir schon, ich glaube, nach 6 Wochen oder sowas ab. Ich habe dann umgetauscht, aber trotzdem bei der zweiten Leine war es dann auch hinüber. Also die war nicht günstig. Also die war auf jeden Fall nicht günstiger als die von Vitomalia. Und was dann auch schön ist, man hat halt so einen Hund auch schnell mal gesichert, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn der halt eine gewisse Höhe hat, und unser Rocky ist schon recht groß gewachsen, und dann hat man auch keine Probleme, sich einfach neben ihn zu stellen und hat ihn nochmal so kurz fixiert, wenn jetzt irgendein Problem ist, oder man hat natürlich hier auch andere Hunde oder Kinder im Spiel, und dann kann man den einfach kurz halten, weil ja die Sicherheit, das geht ja auch immer vor.
Ja, da kann ich jetzt im Grunde einfach nur sagen, top Produkt. Da hat sich jemand, der selber Hunde hat, auch Gedanken gemacht, besonders hier mit dem Verschluss. Also das finde ich traumhaft. Es gab auch bis dato jetzt noch keine Probleme vom Schließen. Ja, man sieht, wie oft ich das mache und die schnalzen auch von alleine hier zurück. Aber selbst dann hat man keine Probleme, dass man sich irgendwie die Finger verletzt. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren. Der Rocky wird noch sein ein oder anderes Bäumchen hier markieren wollen. Und ich zeige euch nochmal einfach einen Blick auf die Leine, wenn man jetzt den Hund führt. Nochmal zum Verständnis. Ja, jetzt will er einen Apfel essen. Auf geht's. Guten Appetit. Nochmal zum Verständnis. Der Rocky, der hat hier seine 35 Kilo auf der Waage. Und ich habe gemerkt, ich habe dieses Halsband am Anfang einmal eingestellt, von der Länge her. Aber das hat sich dann durch ein Ziehen, auch teilweise, wenn er dann halt mal ein bisschen strammer dran zieht, auch so ganz leicht, nicht gelöst, würde ich sagen, aber gesetzt. Also man muss nach dem ersten Mal anpassen, muss man dann schon gucken, dass man hier nochmal ein bisschen anpasst und vielleicht ein bisschen stärker das zusammen macht, aber das ist überhaupt kein Thema. Was auch nicht schlimm ist, dass sich ab und zu das komplette Halsband ein bisschen verdreht, also das heißt, man hat dann diesen Schließmechanismus hat man dann oben, aber ich habe auch gemerkt, für einen Rocky ist es ein einfaches Ding, also das heißt, er ist nicht irgendwie beunruhigt oder er hat irgendwie Schmerzen, also das drückt auch nicht, das kommt immer wieder in die richtige Position. Ja, und wenn man dann läuft, so dass der Hund, ne, was hast du jetzt? Jetzt willst du deinen Schwanz jagen. Wenn man dann läuft, dass der Hund auf der linken Seite ist, so wie jetzt, und dann passt das Band richtig gut, dann hängt hier der Schließmechanismus auf der Seite. Ne, hast du was vom Wald mitgenommen? Und dann ist das eine feine Sache. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal mit diesen Bildern. Es war jetzt kein steriles, ich packe mal zu Hause das Halsband hier aus und die Leine, sondern hier aktiv. Deswegen waren auch so ein paar Kameraverzerrer bzw. ein paar Schnitte mit drin. Das ist klar, man weiß ja auch nie, wie der Hund reagiert, wenn man dann im Wald ist. Da fleucht und kreucht einiges. Trotzdem würde ich mich über nette Kommentare freuen. Habt ihr auch so ein Halsband, beziehungsweise sagt mal, wie lange ihr warten musstet. Es war schon bei der Vorbestellung eine gewisse Vorfreude da. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen, neue Abonnenten, und schaut auch gerne meine anderen Videos. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.